mittlerweile. Also der letzte Vortrag jetzt heute hier. Ich hoffe, es haben alle noch genug Energie. Falls nicht, bitte gerne jederzeit unterbrechen. Gerade ich spreche dann viel über so Einstellungen in Joomla. Ich kann das dann immer auch in einer lokalen Installation zeigen. Aber das müsste ich wissen. Wenn irgendwer den Faden verliert, bitte gerne melden. Dann wechsle ich und zeige das gerne. Ja, also beim Thema, wir sind Just Joomla, Teil 2. Ich habe es jetzt ergänzt, weil die Frage kam, warum 2? Ich habe letztes Jahr einen Vortrag gemacht, Just Joomla auch, also gleiches Thema. Damals habe ich über, was man mit Beiträgen machen kann, wir haben so eine kleine Seminarverwaltung, habe ich gezeigt im Standard Core, also so ein Kalender. Gibt es online, wer sich es anschauen will, wie ich das damals eingerichtet habe. Dieses Jahr habe ich mir einen anderen Bereich gesucht und habe mir gedacht, ich mache eine Vortragsreihe draus. Jetzt haben wir mal Teil 2, vielleicht gibt es ja nächstes Jahr Teil 3. Dieses Jahr möchte ich über Benutzer und Kontakte, also was man damit machen kann. Für mich kommt ja Joomla aus der Community-Ecke, also weil sie eine gute Benutzerverwaltung hat, eine sehr vielschichtige mittlerweile. Und darum war die Idee mal zu zeigen, okay, was kann ich denn eigentlich mit Joomla Boardmitteln in Bezug auf Community machen. Die meisten kennen wahrscheinlich den Community Builder vom Namen her zum Beispiel. Es gibt auch andere Erweiterungen, Joom Social, da geht es dann wirklich eher in die Richtung Social Media, Social Plattform. Aber was kann denn eigentlich Joomla, um mit Benutzern im Frontend Benutzerprofile und so weiter zur Verfügung zu stellen? So, dann noch zu meiner Person. Mein Name ist Sigrid Kramlinger. Meine Firma, also ich bin selbstständig, heißt Webgras. Ich komme aus Österreich, wohne in der Nähe von Wien. Ich habe die ersten Joomla-Webseiten 2005 gemacht und habe mich dann irgendwann 2010 ausschließlich auf Joomla spezialisiert und habe dann auch bemerkt, eigentlich wäre es nett, andere Leute kennenzulernen, die auch mit Joomla arbeiten. Bin dann damals zum Joomla Day nach Berlin, glaube ich, war der erste, wo ich war, geflogen und bin seither eigentlich jedes Jahr dabei. Und war immer die Einzige aus Österreich, das hat mich dann irgendwann genervt und mir gedacht, wenn sonst niemand ändert, dann muss ich selber ändern. Habe dann mit zwei anderen gemeinsam in Wien die erste Joomla User Group in Österreich gegründet. Gibt es seit 1,5 Jahren. Wir haben immer so 15 Leute im Schnitt, machen es alle 2 Monate ungefähr. Und es ist eine recht konstante, gute Gruppe, wo immer wieder auch neue Leute kommen. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen, wenn man sich mit anderen austauschen will. User Groups sind eine feine Sache. Und dann habe ich auch mit drei anderen gemeinsam, haben wir letztes Jahr den ersten Joomla Day Österreich organisiert. War eine spannende Sache. Es gibt dieses Jahr den 2., 3. Dezember, also wer noch Lust auf mehr hat. Wir haben uns auch entschieden, englische Sessions zu machen, weil es gerade von Wien aus ja sehr nahe nach Bratislava sind, 45 Minuten mit dem Auto. Prag oder Budapest ist auch nicht viel weiter. Also wir versuchen auch die Nachbarländer anzusprechen. Also wenn jemand auch Lust auf Joomla auf Englisch hat, wir machen deutsche und englische Vorträge, gibt es noch in diesem Jahr eine Möglichkeit. So. Also, das Thema ist Just Joomla und immer so wenig Extensions wie möglich. Das ist ja einfach, mit dem ich versuche zu arbeiten. Wir haben es heute gerade in dem Vortrag davor auch gehört. Also, wenn dann zuverlässige, sichere Extensions verwenden, wie findet man das raus? Haben die beiden vor mir erzählt. Und natürlich auch Overrides, damit das nicht so aussieht. Also, es war eine Installation. Das ist eine ganz schöne lange Latte. Manche haben durchaus ihre Berechtigung, also manche Sachen gehen einfach nicht in Joomla. Andere müssen noch zweimal nachdenken, ob man es wirklich braucht oder nicht. Und dabei heißt es einfach auch kreativ sein, also schauen, was sind eigentlich die Anforderungen, was brauche ich eigentlich? Einfach analytisch zu schauen, okay, ich habe eigentlich Inhaltsbeiträge und ich will aber so wie ein Bücherverzeichnis machen. Kann ich mit den Inhalten machen? Welche Felder kann ich dafür verwenden? Ich habe ganz viele verschiedene Ansichten, ich kann mit Override sehr viel machen. Und immer zu schauen, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es Ähnlichkeiten mit Sachen, die im Core schon da sind. Also dann kann man durchaus, letztes Jahr die Events haben wir normale Joomla-Beiträge verwendet, warum nicht? Also ich kann noch Sachen umbenennen mit Sprach-Overrides, werde ich nachher auch noch zeigen. Oder zumindest ansprechen, genau. Also Thema Benutzer, was sind in Joomla? Benutzer sind wirklich der echte User, also Menschen, die auch im System was machen, also die im System arbeiten, sich einloggen im Frontend oder im Backend. Das ist der Benutzer, also im deutschsprachigen Joomla heißt das so. Benutzergruppen sind eigentlich organisatorische
Gruppen, weil bei Benutzern gibt es keine Kategorien. Das sind da im Prinzip die Benutzergruppen, weil da andere Funktionen dranhängen über die Benutzer, also über die Steuerung, was wer darf und so. Ja, Benutzer können auch in mehreren Benutzergruppen sein, also ich als Super-Administrator zum Beispiel, oder es gibt Benutzer, wenn man zum Beispiel eine Schulwebsite als Beispiel, ich habe Lehrer, ich habe Schüler, die können in die Lehrer sind alle in der Gruppe Lehrer, die Schüler sind alle in der Gruppe Schüler, das ist recht klar aufgeteilt dann. Ich habe dann vielleicht noch sowas wie Verwaltung oder so, das passt alles. Ja, wird in organisatorischen Benutzergruppen geteilt. Und dann geht es, was dürfen jetzt diese Benutzergruppen? Die haben Zugriff auf bestimmte Dinge und das sind dann die Zugriffsebenen. Ich habe es jetzt mal so versucht zu beschreiben, das sind inhaltliche Zuordnungen, die zum Beispiel beim Beitrag gemacht werden oder in einer Kategorie, dann kann ich es gleich für mehrere Beiträge machen. Oder eben auch beim Kontakt zum Beispiel. Da lege ich fest, wo, also wenn sich dann ein User anmeldet, lege ich fest, worauf darf der zugreifen. Darum auch Zugriffsebenen. Also ich habe zum Beispiel einen Beitrag, der nur für Mitglieder sein soll oder für Lehrer oder so, dann würde der die Zugriffsebene Mitglieder bekommen. Ein öffentlicher Beitrag, den wirklich alle sehen dürfen, wäre die Zugriffsebene Public. Also Public ist jetzt eine, die ist schon da, wenn man Joomla installiert. Mitglieder wäre eine, die ich selber anlege. Also ich kann jederzeit neue Zugriffsebenen anlegen und kann das dann da ganz gezielt steuern, wer darauf zugreifen darf. Ein weiteres Beispiel, Login und Logout. Das geht mittlerweile, ich glaube seit Joomla 3.5, gibt es nämlich den Logout als Menüpunkt, also als Menütyp. Beim Benutzer kann man Abmelden angeben, schreibt da Logout rein und das kann man ganz nett machen im Menü. Ich will ja für alle User, die nicht angemeldet sind, soll stehen Login, aber wenn ich angemeldet bin, dann macht Login ja keinen Sinn, ich bin ja schon angemeldet, dann will ich, dass da Logout steht. Und das kann man mittlerweile einfach über zwei Menüpunkte lösen. Ich brauche keine Module mehr ein- oder ausblenden, ich mache mir einfach einen Menüpunkt. Der eine heißt Login, hat Menütyp Anmelden, der hat die Zugriffsebene Gast. Das ist, das ist auch eine Standard-Zugriffsebene, genauso wie registriert und eben Public. Also es sind drei verschiedene. Public sind wirklich alle User, egal ob angemeldet oder nicht angemeldet, also registriert oder nicht, auch Gast. Die Zugriffsebene Gast ist quasi der Ausschluss. Also ich habe die eingeloggt sind und die nicht eingeloggt sind. Registriert sind beide, aber Public sind beide, aber Gast sind wirklich nur die jetzt gerade im System nicht angemeldet sind. Das heißt, wenn ich den Login-Button auf die Zugriffsebene Gast setze, dann sehen den nur alle, die nicht angemeldet sind im System. Wenn ich den Logout-Button setze auf registriert, dann sehen das alle, die im System angemeldet sind. Und damit habe ich ganz einfach zum Beispiel einen Login-Logout-Button, ohne das irgendwie mit Schrägstrich hinschreiben zu müssen oder so. Geht, glaube ich, seit 3.5 oder so, dass es diesen Menütyp gibt. Man kann es auch über Module steuern, da würde ich halt dem Modul dann die Zugriffsebene Gast oder registriert geben, wenn ich da mehr Informationen möchte. Ja, dann, wenn ich von Online-Community spreche, wenn ich nachher zeigen will, was ich meine, dass die man mit Joomla machen kann, dann ist eine Community für mich eine Gemeinschaft im Internet, die Inhalte austauscht und die miteinander kommuniziert, also in irgendeiner Form Inhalte austauscht. Gibt es natürlich ganz intensive, große Communities, gibt aber auch kleine. Also als Beispiel bin ich da jetzt von einem Verein zum Beispiel ausgegangen, aber das kann man natürlich auch für Firmen genauso machen. Also da sind auch Mitarbeiter, habe es vielleicht nur im Internet und die wollen sich auch irgendwie austauschen. Die wollen auch irgendwie Dokumentation oder so gemeinsam schreiben. So, was braucht eine Online-Community? Also das ist jetzt, was braucht eigentlich eine Gemeinschaft, die sich gemeinsam austauschen will? Natürlich eine Webseite, nachdem wir ja heute mit Internet sehr viel machen können. Die haben normalerweise ein Thema oder einen Inhalt, um den es geht, vielleicht auch mehrere. Das sind natürlich die Menschen, die da eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt ein Verein wäre, dann gibt es, wenn ich in den Verein eintrete, also in die Community, dann habe ich sowas wie ein Aufnahmeformular, weil ich muss irgendwo meine Daten angeben, wer bin ich denn, vielleicht muss ich was zahlen. Ich will natürlich auch irgendwo eine Liste haben, wer ist denn jetzt aller Mitglied bei mir im Verein. Und ich will irgendwie kommunizieren, gemeinsam oder Informationen austauschen. So, wie kann man das in Joomla? Was kann man dafür verwenden? Webseite ist natürlich Joomla, Themeninhalte wären zum Beispiel Beiträge, kann natürlich auch aus einer anderen Komponente kommen. In dem Fall würde ich die Inhalte als Beiträge abbilden. Die Menschen sind natürlich die User.
Das Aufnahmeformular, Registrierungsformular, Login ist klar, also da kann der seine Daten dann eingeben. Ich habe ein Verzeichnis oder Liste, wo alle User ich sehen kann, also eine Liste oder ein Modul, je nachdem, was zeige ich dann, damit es nämlich nicht so ganz direkt geht, das in Joomla. Und die Kommunikation, das wäre dann Forum und Kommentare, wobei, also das würde zum Beispiel im Standard nicht funktionieren, also gerade für Kommentare müsste man zumindest eben eine Kommentarerweiterung installieren. Das geht eben dann im Standard nicht, da sind wir beim Core weg. Okay, dann schauen wir uns die Vereinswebseite an, wie funktioniert das? Der User kommt auf die Webseite, der sieht das und der will jetzt eigentlich dem Verein oder der Community also da beitreten. Der registriert sich, er hat ein Registrierungsformular, registriert sich mit seinen Profildaten, mit Name, E-Mail, zum Beispiel Telefon, er soll seine Webseite angeben, es ist irgendein Sportverein, er soll die Sportart angeben, was er macht eigentlich, ob er Wasserball, Schwimmen oder was hat. Vielleicht soll er seine persönlichen Bestleistungen reinschreiben, dann können die Mitglieder untereinander schauen, aha, was hat der, und das soll er auch aktualisieren können. Und vielleicht noch das Geburtsdatum oder ich könnte das auch das Eintrittsdatum in den Verein zum Beispiel verwenden. Ich will das möglichst einfach halten, das heißt, ich will nicht, dass sich der registriert und muss wieder irgendjemand freischalten, sondern das soll direkt funktionieren, also der wird direkt freigeschaltet, ist direkt als User sichtbar, für alle anderen sofort. Und ich will, dass das Profil von dem User online zu sehen ist, damit ich natürlich sehe, okay, was hat der jetzt für eine Telefonnummer, wie kann ich den erreichen. Und ich will eigentlich auch, dass der Berichte schreiben kann von irgendwelchen Sportveranstaltungen, wo er war. Ja, und das auch möglichst direkt. Wie schaut dann die Einrichtung in Joomla aus? Also was brauche ich dazu alles? Da haben wir vorher gerade, habe ich das erklärt, mit der Zugriffsebene Gast oder nicht. Also ich will, wenn der auf die, ich will es möglichst einfach halten. Also ich will, dass er auf die Webseite kommt, da sieht das Registrierungsformular und da sieht das Login, weil er ja noch nicht angemeldet ist. Und wenn er dann angemeldet ist, dann will ich aber, dass er braucht, der Registrierungsformular braucht er nicht mehr sehen. Das heißt, ich will ein Benutzerprofil und ich will ein Logout. Das sind alles Menüpunkte, das heißt, ich lege mir eigentlich 4 Menüpunkte an. Je nachdem, ob er eingeloggt oder ausgeloggt ist, sieht er aber immer nur 2. Wieder, um das möglichst einfach für den User zu halten, damit ich dann nicht irgendwann einmal 70 Menüpunkte habe und der sich nicht mehr auskennt. Ich will auch, ich werde auch Module verwenden, also ich würde ein Modul einrichten mit der Anmeldung, mit dem Login und mit dem Benutzer, wer ist online. Also das mache ich mal. Dann sehe ich in der, meine Webseite schaut dann circa so aus, also ich habe da einen Start, ich habe Registrierung, Login, ich bin da noch nicht angemeldet. Wer ist online? Es sind ein Gast und keine Mitglieder online. Ja, wenn ich jetzt auf Registrierung klicke, geht es noch nicht, dann komme ich auf das Login-Formular. Schaut genauso aus wie hier. Es ist nämlich so, dass mittlerweile in den Joomla-Benutzer, also in den Standardeinstellungen, ist die Benutzerregistrierung deaktiviert. Das war früher immer aktiviert, war aber auch eine Sicherheitslücke, wo dann Benutzer angelegt wurden über Skript und dann, also ich hatte jetzt gerade eine Seite, da waren 4000 User drauf, in Wirklichkeit hat er genau einen gebraucht. Also man muss diese Registrierung, wenn man Joomla 3.6 installiert, aktivieren und das geht in den globalen, also im Menü, wenn man im Backend-Menü Benutzer-Menü geht, dann gibt es immer rechts oben die globalen Optionen. Bei den Optionen muss man die Benutzerregistrierung auf Ja stellen und was ich auch noch gemacht habe, diese Spracheinstellung ist alles auf Deutsch, man kann diese Frontend-Spracheinstellungen ausblenden, das heißt, der hat möglichst wenig zu sehen, was ihn verwirrt, das soll wirklich einfach zu handhaben sein. Wichtig ist auch, dass wenn ihr keine Registrierung auf der Webseite habt, dass das wirklich deaktiviert ist. Gerade bei älteren Installationen macht es wirklich Sinn, das zu prüfen. Auf der Webseite braucht sich im Frontend niemand anmelden, niemand registrieren, dann wirklich in den globalen Einstellungen diese Benutzerregistrierung auszuschalten. Früher war der Standardwert ja. Das heißt, wenn ihr jetzt von 3.1, 3.2 oder 3 irgendwas abgegradet habt, dann ist das wahrscheinlich noch auf Ja. Also dann auf Nein stellen. Das sind diese Felder. Also in den Benutzeroptionen die Benutzerregistrierung ganz oben auf Ja stellen und das, was standardmäßig ist, sind die Einstellungen im Frontend, das sind die Spracheinstellungen, Zeitzone, glaube ich, und Editor, also sind irgendwie so 3-4 Felder, die braucht normalerweise kein User, der nur so ein bisschen was macht. Also werden wir ausblenden, dann ist das Ganze einfacher. Und dann erscheint nämlich auch auf meinem Login-Formular der Menüpunkt Registrieren. Und wenn da jemand draufklickt, dann bin ich direkt bei der Benutzerregistrierung. Da habe ich jetzt die Standard, die Pflichtfelder, die ich brauche, um Joomla einen User anzulegen. Also Name, Benutzername, Passwort natürlich, E-Mail-Adresse.
So, wo sind jetzt meine Profilfelder? Ich will ja, dass der Telefonnummer, Webseite und sonst was noch anlegt. Es gibt ein Plugin in Joomla, das standardmäßig deaktiviert ist. Das heißt, Benutzerprofile. Also wenn man nach den User-Plugins sucht, gibt es 3 im Standard. Benutzer Joomla, das ist der Standard, Login. Also eine Joomla, also eine Benutzerregistrierung muss vorhanden sein, sonst kann man sich im System immer anmelden. Also nicht die deaktivieren, weil dann geht nichts mehr. Also Benutzer Joomla ist aktiviert und das, was wir jetzt brauchen, wären die Benutzerprofile. Die aktivieren und wenn man aufmacht und sich das dann anschaut, sieht das so aus. Einerseits zum Aktivieren und dann habe ich ganz viele Felder, die ich verwenden kann. Und das gibt es sowohl für die Registrierungs- und die Administrationsmaske. Und es gibt weiter unten, muss man runterscrollen, das sieht man manchmal nicht gleich, gibt es auch für die Profilbearbeitung. Das heißt, ich kann im Registrierungsprozess andere Felder abfragen, als der User dann danach selber bearbeiten kann. Geburtsdatum, weiß ich nicht, oder Eintrittsdatum soll er vielleicht nur bei der Registrierung angeben. Oder ich will das nur angeben und das wird zwar angezeigt, aber er soll das selber gar nicht bearbeiten können, weil das Eintrittsdatum muss er nicht bearbeiten. Genau. Standardmäßig sind da alle Felder aktiviert. Das heißt, wenn ich diese Benutzerregistrierung, also das Plugin mit dem Benutzerprofil aktiviere, sind alle Felder angezeigt. Kann man ausmelden, kann man deaktivieren oder auch ausblenden. Nein, ausblenden ist das gleiche wie deaktivieren, aber ich kann sie auch als Pflichtfelder einstellen. Also ich kann sagen, der muss seine Telefonnummer angeben zum Beispiel. Und was ich da gemacht habe, ich will zum Beispiel die Buchempfehlung, brauche ich nicht, ich brauche keine Buchempfehlung, ich will die Sportart, das kann man über einen Sprachoverride ändern. Ich weiß nicht, wer hat schon Sprachoverride auch fürs Backend gemacht? Okay, aber noch nicht alle, dann zeige ich das kurz. Also man geht grundsätzlich ins Menü Erweiterungen und da gibt es dann die Sprachen Overrides und da kann man auch nicht nur für das Frontend, sondern auch für das Backend Overrides machen. Und wir wollen diese Buchempfehlung, dass das beim Benutzer wirklich im Frontend anders heißt, also Sportart. Und wir wollen auch, dass das aber im Backend, wenn dann da irgendjemand die Administration macht, dass da nicht Buchempfehlung und dann steht da Schwimmen oder Wasserball, sondern dass halt das wirklich dort steht. So. Ja, aber ich zeige es einmal kurz im System. So, also man geht auf Erweiterungen. Das kann man sehen, ne? Sprachen und dann gibt es hier die Overrides. Und da kann ich Joomla Standard Sprachstrings überschreiben, ohne im Code was machen zu müssen. Und das kann ich hier einstellen für die Seite, also fürs Frontend und ich kann es für den Administrator machen. Und das Praktische ist, wenn ich es im Administrator mache und jetzt neu mache, jetzt rufen wir das oder ein bestehendes bearbeite. Also was sehr, sehr angenehm ist, man kann da mittlerweile gut suchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Buchempfehlung überschreiben will, also ich schreibe, suche hier nach Buchempfehlung, dann kriege ich hier das Suchergebnis, Buchempfehlung, dann muss ich mir den Code jetzt sonst nirgends suchen. Dann klicke ich da einfach drauf, und er übernimmt mir das da nach drüben. Das heißt, ich brauche das nicht einmal mehr kopieren und ich will da nicht Buchempfehlung stehen haben, sondern persönliche Bestleistung. Und wenn ich jetzt hier anklicke für beide Bereiche, dann übernimmt er das für das Backend und für das Frontend. Also dann sehe ich auch im Administrator beim Benutzer nicht Buchempfehlung, sondern persönliche Bestleistung. Wenn ich das jetzt speichere und dann auf den Benutzer gehe. Dann habe ich hier das Benutzerprofil und da habe ich jetzt nicht mehr Buchempfehlung, sondern persönliche Bestleistung. Und im Frontend ist das genauso. Also wenn ich auf die Registrierung gehe, dann habe ich da unten die persönliche Bestleistung. Also das kann man da sowohl für beide Bereiche ändern und man sieht das dann auch in der Verwaltung, im Backend. Richtig. So. Also wir haben jetzt einen Zwischenstand, die Mitglieder können sich selbst registrieren. Sie können sich ein Benutzerprofil erstellen, also Sie können Ihre Daten eingeben und die auch pflegen. Wir haben die Felder für unsere Bedürfnisse angepasst, also das Buchempfehlung überschrieben und wir können sehen,
wer gerade online ist. Das war das Modul am Rand, wer gerade online ist. So, was uns jetzt aber noch fehlt, ist eine Liste aller Benutzer und öffentliche Benutzerprofile. Es gibt in Joomla unter den Menüoptionen beim Benutzer gibt es keine Liste, findet man nicht. Das will ich dir aber im Frontend anzeigen. Und dazu brauche ich die Kontakte. Ich habe einen Vergleich, Benutzer versus Kontakte in Joomla. Joomla-Benutzer, darüber werden die Benutzerrechte gesteuert. Die kann ich in Benutzergruppen aufteilen oder einteilen, zuordnen. Ich kann mich im Frontend anmelden und auch natürlich im Backend. Ich kann darüber die Registrierung laufen lassen, also dass sich Leute anmelden. Ich kann im Frontend allerdings keine Liste anzeigen. Ich kann mir es über Module machen, aber da sind die nicht verlinkt. Also ich kann mir anzeigen, die letzten User, die sich registriert haben. Das ist aber nicht verlinkt, das ist reiner Text. Das heißt, da komme ich wieder nicht aufs Profil. Leute können sich selber ihre Benutzerdaten pflegen und ich habe eben ein Benutzerprofil dabei. Bei den Kontakten. Joomla-Kontakte sind sowas wie Inhaltselemente, also als Komponente. Die kann ich so ähnlich verwenden wie Inhaltselemente. Die werden nicht in Benutzergruppen, sondern in Kategorien organisiert. Ich habe kein Login fürs Frontend. Ich kann die im Frontend nur anzeigen, ausgeben. Bearbeiten muss ich die im Backend. Und erstellen muss, kann ich die auch nur im Backend. Also wenn ich es jetzt selbst mache. Ich kann verschiedene Kontaktlisten mir anzeigen lassen im Frontend, also über Kategorien und es gibt auch sowas wie Hauptkontakte. Pflegen kann ich sie, wie gesagt, nur übers Backend. Ich habe aber den Vorteil, ich kann Kontaktformulare verwenden, das ja wahrscheinlich viele kennen, um ein einfaches Kontaktformular in Joomla zu machen. Also eigentlich sind die zwei getrennte Bereiche. Jetzt haben aber die Kontakte was die Benutzer nicht haben und umgekehrt. Und darum gibt es in Joomla die Möglichkeit, die zu verknüpfen und auch, also auch automatisch zu tun. Das ist möglich, aber es ist eine laufende Synchronisierung, ist nicht möglich. Das heißt, da muss man aufpassen, dass man, für was man es dann wirklich im Detail verwendet. Wenn ich jetzt also eine Benutzerliste haben will, dann muss ich wirklich den Umweg über die Kontakte machen, also wirklich über die Komponente. Es gibt ein Plugin, das heißt Benutzerkontakterstellung. Wenn ich das aktiviere, wird automatisch, wenn ich einen Benutzer anlege in Joomla, ein Kontakt erstellt. Und ich kann den Kontakt auch automatisch veröffentlichen lassen. Das heißt, das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Ich will, dass wenn sich auf einer Vereinsseite jemand einen User an, der registriert sich, legt sich einen User an, wird im Hintergrund automatisch ein Kontakt erzeugt. Diese Kontakte kann ich mir dann als Menüpunkt einbinden und ich habe quasi meine Userliste. Da ist das Plugin, das heißt, wie gesagt, eben Kontakterstellung. Ja, wenn ich mir dann einen Menütyp anlege, Kontaktliste, also da oben habe ich einen mit Kontaktliste, da ist jetzt mein User, Kategorie uncategorized, ich habe es da jetzt gar nicht umbenannt. Wenn ich auf Sigrid Gramlinger draufklicke, dann habe ich da jetzt den Kontakt und das Kontaktformular. Was schade ist, nämlich die Daten, die beim Benutzerprofil angegeben werden, kopiert Joomla nicht in die Kontakte. Also der kopiert nur den Namen, Kontaktnamen und die E-Mail, also nein, eigentlich nur den Namen und den Link zum User. Also ich habe dann einen Benutzer, wo ich das Profil habe, ich habe einen Kontakt, die sind verknüpft, mehr steht im Kontakt noch nicht drinnen. So, aber wenn ich da jetzt die Kontaktliste habe, dann habe ich aber auch noch, sehe ich mein Benutzerprofil noch nicht. Und zwar muss ich mir das einblenden in den globalen Kontaktoptionen. Gibt es ein Feld Benutzerprofil anzeigen. Das zeige ich jetzt wieder kurz. Also ich bin bei den Kontakten. Und wenn ich da in die Optionen gehe, rechts oben, dann muss ich ganz runter gehen da, das ist nämlich ziemlich versteckt, dann gibt es da das Feld Benutzerprofil. Wenn dieser Kontakt einem registrierten Benutzer zugewiesen ist, ist das zugehörige Profil ausgewiesen. Also wenn ich da auf Anzeigen klicke, dann kann ich mir hier auf meiner Kontaktliste, wenn ich da auf mich draufklicke, ist da das Profil. Also ich habe da
im Template ein Override gemacht, weil damit das Kontaktformular in dem Fall ausgeblendet wird, weil ich wirklich nur die Benutzerdaten anzeigen will. Aber dann habe ich eigentlich das, was ich möchte. Also ich gehe auf die Startseite zum Beispiel, ich will meine Kontaktliste, ich habe alle Kontakte, die drinnen sind. Wenn ich draufklicke, sehe ich das Benutzerprofil und habe somit da meine Anzeige. Ja. Sie hatten ja gesagt, Synchronisierung funktioniert da nicht. Dann heißt das, dass diese Daten quasi selbst wenn der User das Profil ändert, quasi so bleiben, wie sie erstmal zusammengefügt waren, oder? Nein, da nicht, weil zeigt der Kontakt die Benutzerprofildaten an. Achso, dann nimmt er die Daten. Ja, genau, also er holt sich die Daten vom Benutzer und zeigt die da an. Das, was der Kontakt hat, das wird an der Stelle, Moment. Also wenn ich, das ist jetzt ohne Template Override, ich hatte da ein Template Override drinnen, also wenn ich jetzt auf Kontaktliste klicke, das was ich eingerichtet habe, Benutzerprofil angezeigt wird, dann wird das Profil angezeigt, das kommt vom Benutzer, also vom User, wird das geholt und angezeigt und meine Kontaktdaten oben sind leer. Und das habe ich dann über das Template Override ausgeblendet, Kontaktformular, kann ich lassen oder nicht. Genau, also wenn ich jetzt da reingehe und in meinem Benutzerprofil die Daten ändert, dann wird das da schon aktualisiert, weil es die Benutzerdaten sind und nicht die Kontaktdaten. Genau. So. Ja, also somit kann ich mir da eine Kontaktliste anzeigen und die Profile anzeigen. Also es geht in Joomla eben also direkt über die Benutzer nicht, weil es nicht vorhanden ist. So. Und als nächstes, wenn ich jetzt auch Inhalte, ja, bitte. Ist die irgendwie sortiert? Hat die eine Möglichkeit? Kann man beim Menüpunkt einstellen, also was jetzt sortiert werden soll. Genau, da habe ich wieder alle Standard-Joomla-Funktionen. Also ja, die Frage war, ob das sortiert werden kann, die Kontaktliste, und das kann ich beim Menüpunkt anlegen. Ja, bitte? Wenn ich neue Benutzer verschiedene Kategorien zuweisen möchte, also zum Beispiel Schüler und Lehrer, geht das auch bei der Benutzerregistrierung? Die Frage ist, ob bei der Benutzerregistrierung ich verschiedene Gruppen zuweisen kann. Nein, also ich kann eine Standardkategorie hinterlegen und alle neu Registrierten kommen in diese Kategorie, das geht, und dann müsste man die selbst einer anderen Gruppe zuweisen. Ich meine Kontaktkategorien. Achso, Kontaktkategorien, ich kann eine hinterlegen. Aber nicht mehr. Bei der automatischen Erstellung kann ich eine hinterlegen, genau. Ja, habe ich gerade. Okay. Ja, also und jetzt geht es noch darum, wie kann ich Inhalte für die Community anzeigen, also wenn die auch Beiträge schreiben sollen. Ich mache mir eine Beitragskategorie, zum Beispiel Community oder irgendein Thema. Dann mache ich mir einen Menüpunkt, neue Beiträge. Ich kann bei diesem Menüpunkt neue Beiträge erstellen, eine Standardkategorie hinterlegen. Ich will, dass wenn ein User auf der Webseite sich anmeldet, dass der dann nur direkt in dieser einen Kategorie die Beiträge anlegen kann. Ich will ja nicht, dass mit den allgemeinen Themen irgendwo was reinschreibt, sondern wirklich nur in diesem Community-Bereich. Also dann hat der seinen Button neue Beiträge anlegen und dann muss ich die natürlich die Beiträge auch irgendwo anzeigen. Also ich muss irgendwo einen Kategorieblock zum Beispiel machen auf der Startseite, da kommen dann alle Beiträge rein. Und dann muss ich noch die Autoren oder Benutzer verlinken, nachdem ich Benutzerprofile habe und die Kontakte, kann ich den Autor da verlinken und auch anzeigen lassen. Im Standard, wenn ich einen User anlege und den registriert, also registrierten User mache, dann darf der noch keine Beiträge verfassen. Man kann das über die Benutzerrechte ändern oder man gibt dem User die Rechte Autor, dann darf er einen Beitrag erstellen, aber der ist dann noch nicht freigeschaltet, wenn er den erstellt, das heißt, das muss dann ich freischalten. Ich glaube, freischalten geht dann automatisch erst ab der Ebene Publisher. Oder man gibt eben für diese Webseite zum Beispiel dem registrierten User die Rechte, seine eigenen Beiträge direkt zu veröffentlichen. Das kann man in der globalen Konfiguration machen. Das zeige ich auch. Also ich kann in der globalen Konfiguration, habe ich auch einen Reiter Berechtigungen.
Da kann ich so all die Seitenanmeldungen, Administratoranmeldungen, also ob eine Benutzergruppe ins Backend darf zum Beispiel oder nicht, kann ich hier einstellen. Und hier habe ich die Benutzergruppe registriert. Und da sieht man schon, also ich habe das jetzt da schon geändert. Ich habe gesagt, normalerweise haben die da nicht erlaubt überall bei diesen Bereichen. Und ich habe jetzt gesagt, okay, die dürfen erstellen, die dürfen den Status bearbeiten. Also sie dürfen jetzt keine Beiträge löschen zum Beispiel oder irgendwelche bearbeiten, aber sie dürfen die eigenen Inhalte bearbeiten. Damit schränke ich ein, dass wenn ich denen Schreibzugriff gebe quasi, oder dass sie was erstellen dürfen, dass sie wirklich nur die eigenen Beiträge bearbeiten und nicht bei jemandem anderen was reinschreiben. Also das ist das, und wenn ich, nachdem ich das der Usergruppe Registers gebe, gilt das für alle, die sich registrieren. So, und was ich dann noch machen will, ist, dass das Online-Formular möglichst einfach ist. Also ich will ja, wie gesagt, dass möglichst leicht die Leute dort was machen können und ihr beitragen können zur Community. Genau, die Benutzerrechte, globale. So, und es gibt jetzt für das Editieren von Inhalten, da gab es mal einen sehr netten Vortrag von Sander Pottier, ich glaube auf einer GN Beyond in Prag letztes Jahr, ein Template-Override für das Bearbeitungsformular. Also ich habe im Frontend ein Editierformular von den Beiträgen. Er hat das dann, es gibt den Vortrag online und es gibt das auch im Joomla-Magazin. Man kann sich das runterladen und dann schaut zum Beispiel das Erstellen eines neuen Beitrags so aus. Also ich habe dann nicht mehr oben meine Reiter mit Veröffentlichungsoptionen und Sprache und Metadaten und so. Will ich alles nicht, brauche ich alles nicht in dem Fall. Ich kann mir die natürlich einblenden, aber ich habe quasi ein Template-Override gemacht. Also das hat, der Sander hat das auch stellt das auch auf GitHub zur Verfügung. Also man kann sich das runterladen. Es ist beschrieben, es ist genau eine Datei, die man ändern muss. Wenn wer wissen will, wie es genau geht, dann könnt ihr mich gerne nachher ansprechen. Ja, und dann habe ich ganz oben einfach einen Beitragstitel einzugeben. Ich habe das mit dem TinyMCE gemacht und habe die auf die ganz einfache Form gestellt. Habe die Plugins ausgeblendet für die Registered User. Also man kann auch bei Plugins Zugriffsebenen eingeben. Es gibt ja das, normal steht ja da dann Seiten, also weiterlesen, einfügen und so. Das sind die Buttons, das sind auch Plugins. Ich kann einem Plugin auch eine Zugriffsebene geben. Also wenn ich dem Plugin weiterlesen, die Zugriffsebene spezial gebe oder Superuser, dann kann quasi nur ich als Superuser weiterlesen, einfügen und ein normaler registrierter User sieht das im Frontend gar nicht. Und damit habe ich ein ganz einfaches Online-Editierformular für einen Beitrag. Der schreibt einen Beitragstitel rein, der schreibt seinen Inhalt rein. Ich will, dass die da vielleicht nur Text machen oder ich könnte das Einleitungsbild einblenden, dann haben die genau, der wählt aus, ich kann da ein Bild dazu einfügen und hat das dann drinnen. Ich gehe auf Speichern und der Beitrag ist direkt online in der Community. Also das geht einfach, wenn man es einrichtet und weiß, einfach die Hemmschwelle möglichst niedrig zu halten, wenn ich will, dass die Leute da was beitragen. Also dieses Editierformular kann ich ja für ganz viele andere Bereiche auch verwenden. Das ist einfach meine Editoren oder meine Leute, die auf der Webseite sind, das einfach editieren können. Ja, dann wollte ich noch einen Ausblick machen auf die Custom Fields in Joomla 3.7. Der Alon, der das, die DP Fields ja für Joomla zur Verfügung gestellt hat, macht morgen, glaube ich, auch noch Vorträge drüber. Wird ab Version 3.7 drinnen sein, Custom Fields, und der hat auch einen Beitrag geschrieben in seinem Blog, wie er eine Member-Site dann mit Custom Fields machen kann, wo du dann in der Benutzerliste, da braucht man dann die Kontakte nicht mehr, um eine Benutzerliste anzulegen, weil ich dem Benutzer, also dem User, Felder geben kann, und da kann ich dem zum Beispiel ein Avatarfeld, also ein Foto zuordnen, und dann kann ich das wirklich, dann bleibe ich, wenn ich eine Online-Benutzerliste im Frontend anzeigen will, kann ich es nur über den User machen. Das geht zurzeit in 3.6 nicht, geht ab 3.7 mit dem Custom Fields, und er beschreibt es auf seiner Webseite gut, wie das dann mit Custom Fields funktioniert. Ja. Funktioniert wirklich. Also da habe ich jetzt zum Beispiel, also das ist jetzt nochmal die Seite. Da kann man ich habe da den Test-User habe ich da drinnen. Ich sage da neuer Beitrag. Habe da meinen Beitrag, schreibe Test Beitrag Joomla Day. Da kommt der Text rein. Bla bla bla. Ups.
der soll immer auch fett sein oder was auch immer ich habe. Und da unten könnte ich auch, also da kann ich den Veröffentlichungsstatus, das habe ich der Benutzergruppe registriert ja erlaubt, dass ich den Veröffentlichungsstatus darf, wenn ich auf Speichern gehe, ist jetzt lokal am Server, geht die E-Mail-Funktion nicht, darum kriege ich das, der Beitrag wurde eingereicht. Und dann habe ich da schon den Testbeitrag Joomla.de geschrieben von dem Maximilian Rupprechter, der da den Test-User hat. Sehe die Community, sehe meinen Text direkt online. Ja, kann man natürlich noch einrichten, dass der Administrator eine E-Mail kriegt, dass ich weiß, okay, da ist ein neuer Beitrag. Das geht ja auch. Ja, aber damit habe ich ganz einfach, ich habe meine User, ich habe User-Profile und ich kann die User-Beiträge schreiben lassen. Wenn es jetzt um Diskutieren oder Kommentare geht, bräuchte man zumindest eine Kommentarerweiterung, um das hier zu vervollständigen. So, und dann habe ich noch, der zweite Punkt war noch... Eine Frage. Ja. Wie weiß ich jetzt nochmal die spezielle Kategorie den Usern zu, dass sie nur diese Kategorie posten? Ja. Und zwar, das macht man beim Menüpunkt. Also wenn ich auf mein Main-Menü gehe, dann habe ich da den Menüpunkt Neuer Beitrag. Das ist der Menü-Eintragstyp Beitrag erstellen. Also da gibt es die Beiträge, da gibt es Beitrag erstellen, das ist das. Und bei den Optionen sage ich ja, ich will, normalerweise ist das auf Nein und ich glaube, so steht das. Dann kann man selber die Kategorie auswählen. Wenn ich das nicht will, dann sage ich ja, es soll eine Standardkategorie geben und die dürfen nur unter Community posten. Dann, wenn ich auf den Menüpunkt klicke, neuer Beitrag, dann kommt nur in dieses Feld was rein. Also dann können die in keine Kategorie, mit dem Menüpunkt kann man nur in diese eine Kategorie posten. Und unter Kategorien auch oder dann nur in diese? Habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ich denke, es geht auch in die, also nein, wobei ich glaube, es geht wirklich nur in diese eine Kategorie. Aber müsste man ausprobieren. Ja, dazu zur Einrichtung noch Fragen. Also hier sieht man auch die Zugriffsebenen. Da ist die Guest-Zugriffsebene für die Registrierung, die man zuteilen kann. Ja, der zweite, das zeige ich noch kurz, da habe ich noch, ja, das waren die. So, und jetzt wenn es Richtung, ich habe selber für mich überlegt, wie ich meine Kunden verwalten soll. Und es gibt entweder so Riesensysteme oder es gibt Excel oder es gibt Outlook oder so. Und ich habe dann überlegt, warum mache ich es eigentlich nicht mit Joomla? Ich habe es jetzt noch nicht umgesetzt, aber ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht, wie ich es machen könnte. Würde dazu auch, also was ich wollen würde, ist, dass ich die Kundendaten habe, dass ich die, wenn ich unterwegs bin und vielleicht nur mit dem Handy und kein Outlook oder sonst was habe und das nicht über irgendeine Cloud oder Google oder sonst was synchronisieren will, dass ich das wirklich in Joomla pflege, dass ich Kontaktdaten pflege und dass ich mir die zum Beispiel auf der Webseite abrufen kann, ein Adressbuch und dass ich vielleicht auch den Kunden Zugriff auf die Webseite gebe, dass die einen Benutzer-Account haben und dann da ihre Daten sehen. Wie ich es mit Joomla umsetzen könnte, eben die Kontaktdaten, dann war die Überlegung, dass Support-Einträge, also dass wenn da wirklich einer Frage hat und wir wollen das dokumentieren, also das sollen wir nicht einfach nur in Mail schreiben, sondern dass wir beide darauf zugreifen können, auf Support-Einträge, dass man die nachlesen kann zum Beispiel und auch die Dokumentation für den Kunden, also dass ich da reinschreibe, okay, dass ich mir für die Dokumentation, ich beschreibe einmal, wie geht der Akiba Backup, ich beschreibe einmal, wie geht was weiß ich, Newsletter, wie geht Benutzer anlegen und ich schreibe mir das und ich gebe das dann den jeweiligen Kunden, wo ich das System einsetze. Also Newsletter haben jetzt nicht alle zum Beispiel, das gebe ich dann nur den Kunden frei, die Dokumentation, die das wirklich verwenden. So, da habe ich eine lokale Installation probiert, also wo ich einen Kundenbereich habe. In Joomla das umzusetzen, dass ein User nur seine eigenen Beiträge sieht, geht nicht so ganz einfach. Man muss mit Zugriffsebenen arbeiten. Ich kann mir beliebig viele Zugriffsebenen anlegen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt, wenn ich jetzt nicht irgendwie 2000 Kunden habe, sondern irgendwie aktuell fange ich mal mit 20 Kunden an, müsste ich mir halt 20 Zugriffsebenen anlegen und ich gebe dann immer einen Beitrag, die Zugriffsebene des Kunden und bei dem Benutzer auch. Und dann ist, wenn ich dann einen Support, wenn der zum Beispiel einen Support-Beitrag schreibt, dann kommt der auch in diese Zugriffsebene rein, das heißt nur er kann das sehen und ich kann das auch sehen und funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich habe da jetzt eingerichtet, ich habe drei User, ich habe meinen Super-Administrator-User und ich habe zwei verschiedene Kunden gemacht. Wenn sich jetzt ein Kunde, die Susanne Müller, glaube ich, anmeldet,
Dann sieht die da den Menüpunkt Neuer Support-Eintrag, die sieht ihr Profil. Unter Mein Support sieht die ihren letzten Beitrag, den sie eingerichtet hat. Da gibt es noch mehrere, aber sie sieht jetzt da nur ihren. Und meine Dokumentation, da sieht sie über ihr Projekt die Dokumentation. Wäre jetzt mal als Anfang gedacht, also kann ich mir dann im Backend ja noch weiter ausbauen. Wenn, also neuer Support-Eintrag, da könnte ich mir jetzt wieder dieses einfache Editierformular reinholen. Könnte auch mit dem JCE, also mit dem Joomla Content Editor, kann man auch Benutzerprofile anlegen und sagt, wenn ein Kunde im Frontend ist, dann kann der wirklich nur ganz wenig machen, aber wenn ich im Frontend bin, will ich schon alle Felder haben und da mehr machen. Also da wäre jetzt neuer Support-Eintrag, da sieht man jetzt die anderen Felder, so schaut normalerweise das Frontend-Formular aus. Da habe ich jetzt auch diese, so schaut das dann aus, wenn ich die Kategorie nicht ändern kann. Also ich habe beim Menüpunkt auch hinterlegt, Sie dürfen das nicht ändern, dann ist das da gesperrt. Könnte ich aber eben auch das Formular wieder überschreiben und kann hier kann einen Support-Eintrag schreiben, der so eingerichtet dann ist, dass den nur Sie sehen kann und ich. Also ich muss das über die Zugriffsebene steuern, das geht nicht alles automatisch, muss man so machen. Und die Dokumentation, da sieht sie auch jetzt nur das, was ich für sie freigegeben habe. Wenn die sich abmeldet und dann sich der Peter Bauer anmeldet, dann sieht der da seinen Support und der sieht dann zum Beispiel auch die Projektbeschreibung Bauer. Also da habe ich dann zum Beispiel noch eine zusätzliche Projektdokumentation, dann könnte jetzt der nur das sehen. Und dann, wenn ich mich da jetzt zum Beispiel anmelde, dann sehe ich da von allen die Sachen und ich kann mir da auch meine Kunden anzeigen und da habe ich dann wieder die Kontaktliste, also da kann ich jetzt dann auch wieder noch mehr reinmachen. Bei den Kontakten kann man ja auch Bilder hinterlegen, da könnte ich jetzt zum Beispiel mal die Logos hinterlegen. Man kann bei den Kontakten, wird dann, ist jetzt nicht formatiert, oder kann man aber natürlich mit Template Overrides dann einfach auch so, wie man es selber braucht. Ich könnte da dem Kunden direkt ein Formular, also ein E-Mail rausschreiben, ohne dass ich jetzt ein Mail-Programm brauche. Ich kann Links hinterlegen, also ich könnte mir da jetzt zum Beispiel immer den Link zum Provider legen, dass ich zu dem zum Provider komme, weil die Login-Daten habe ich irgendwo anders gespeichert. Beiträge kann ich mir einblenden, also ich kann sehen, okay, was hat der für Support-Beiträge geschrieben, hätte ich da auch an der Stelle. Ich kann sehen, wenn ich, ja, Dokumentation müsste man dann dem User zuordnen, damit man sehen kann. Und weitere Informationen kann ich für mich intern Dokumentation reinschreiben, zum Beispiel, was habe ich bei dem Projekt gemacht oder so, das sieht der Kunde nicht. Also diese Kontakte zum Beispiel habe ich jetzt nur für den Super-User freigegeben, also diesen Menüpunkt sehe nur ich im Frontend. Das heißt, da können jetzt auch die Kunden dann natürlich nicht sehen, wer jetzt noch bei mir online ist. Kann da im Prinzip auch, ich habe mir da Support-Einträge, da könnte ich meine Liste machen, kann dann da sehen, okay, was sind für Support-Einträge da, könnte da mich dann beim Kunden melden. Über Kommentarfunktion erweitern, kann was drauf antworten. Also kann man schon einiges machen, ohne dass man sich jetzt ein großes Ding, eine große Komponente oder so reinsetzt, vielleicht einmal um zu starten und dann zu schauen, okay, in welche Richtung es geht. Man kann mit einem Plugin das leicht erweitern oder mit Modulen. Ja, damit wäre ich beim Ende. Wenn es Fragen gibt, wie ich das eingerichtet habe, gerne. Ich habe das als lokale Installation. Kann man noch weiterbauen. Wenn ja auch jemand Ideen hat, wie man es umsetzen kann, bin ich immer sehr neugierig und freue mich auch auf Rückmeldungen. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Ja. I noticed that you are working. Customers can upload images. Customers can? Upload images. Yeah. Because you are using JCE. Could you configure JCE so the customer can only see his own images? I haven't configured it completely, but yeah, you could. Yeah. You can make a username thing. Yeah. Also man kann denn, die Frage war, wenn man den JCE, also den Joomla Content Editor verwendet, kann man ein Profil anlegen für die User, dass wenn die Bilder hochladen, die Bilder in einem bestimmten Verzeichnis landen und dass die auch nur die eigenen Bilder sehen. Also das kann man mit dem Joomla Content Editor so einrichten, dann ist man da auch nochmal auf der sicheren Seite, wenn die irgendwelche Bilder oder irgendwas aufladen. Da gibt es viele Möglichkeiten dann auch. Der TinyMCE hat auch einige Funktionen, dass man das im Frontend ausblendet oder eben die Plugins, die man ein- oder ausblenden kann. Also man hat da schon auch gute Möglichkeiten. Ja, bitte? Würdest du da auch Passwörter und Zugangsdaten abspeichern? Mhm.
machen. Die Frage ist, ob ich da auch Passwörter oder Zugangsdaten speichern würde. Nein, würde ich nicht machen. Also ich selber verwende halt einen so einen Passwort-Safe und da habe ich die Sachen drin. Noch eine Frage? Und dann danke und viel Spaß noch beim Dinner heute Abend.